Willkommen, Geschwister. Lasst uns mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass wir jetzt dein Wort aufschlagen können und uns wieder mit dem Thema des Ukraine-Kriegs weiter beschäftigen können. Wir bitten dich um weitere Erkenntnis und Verständnis aus deinem Wort und dass wir die Gegebenheiten und Begebenheiten dort richtig einordnen können, um den weiteren Verlauf dann auch zu verstehen und uns dementsprechend dann auch auszurichten und vorzubereiten. Wir bitten dich, hilf uns mit deinem Heiligen Geist, hilf mir alles so klar wie möglich darzulegen und mögest du uns das Verständnis eröffnen. Und wir bitten und danken für all dies in Jesu Christi Namen. Amen. Okay, so, also dann willkommen zurück. Und wir möchten dann heute in dem Studium an dem vergangenen Studium anknüpfen. Letztes Mal habe ich euch versucht, nochmal diese grundlegende Struktur hier zu zeigen von diesen zwei Zeiten des Krieges oder zwei Zeiten der Trübsal getrennt von dieser Zeit des Friedens. Und das ist letztendlich das Muster, ja, was Gott uns zur Hand gibt, wo man dann im groben Rahmen letztendlich jede Geschichte irgendwie einordnen kann der Bibel. Und deswegen wollte ich das einfach nochmal an den Platz gesetzt haben, um jetzt auch den Ukraine-Krieg dann nochmal richtig hier dann einordnen zu können. Okay, gut. Letztes Mal haben wir uns angefangen, Cestius und Titus auch anzuschauen. Dazu habe ich auch nochmal die Notizen dann hier weitergeleitet vom letzten Studium. Die können wir vielleicht dann auch mal nochmal öffnen und uns nochmal erinnern. Und zwar unter der Überschrift hier Cestius, da beschreibt der Ellen White dann die Belagerung Jerusalems durch diesen römischen Feldherren. Und Cestius, er zog ja diese Truppen oder seine Truppen dann unerwartet auf einmal zurück. Und die Juden rannten hinterher und haben letztendlich dann den römischen Truppen einen schweren Schlag zugefügt. Und das ist auch dann eine Allegorie oder ein Typos für das, was kommen wird hier im Ukraine-Krieg. Und zwar haben wir studiert, ja, dass hier 2022, die erste Belagerung von Kiew stattfand durch die Russen. Und wir haben ja in den Studien mehr als einmal klar und deutlich dargelegt, ja, dass die Russen jetzt gerade die Rolle des Königs des Nordens spielen. Ja, dargestellt durch Gog und Magog aus Hesekiel 38. Und letztendlich, ja, aber der König des Nordens am Ende der Welt jeweils eine Macht ist, die dann durch die ganzen Könige des Nordens der Vergangenheit vorausgeschattet wird. Deswegen Russland ist jetzt nicht nur dargestellt durch den König des Nordens aus Gog und Magog, sondern auch durch die Könige des Nordens aus den anderen Geschichten, wie zum Beispiel jetzt Rom. Ja, Rom war der König des Nordens, Cestius war der König des Nordens damals. Und das ist dann eine Darstellung, wie der König des Nordens aufkommt und dann aber sich wieder zurückzieht und dann wiederkommen wird. Und das ist, was wir uns heute Abend dann nochmal genauer anschauen wollen. Okay, also 2022, ja, war diese Belagerung von Kiew. Und ja, ich habe euch gezeigt, dass Kiew in dieser Allegorie des Ukraine-Kriegs ja Jerusalem repräsentiert. Also folglich fand hier dann die Belagerung Jerusalems statt durch den König des Nordens, also durch die russischen Streitkräfte damals. Jetzt lesen wir nochmal hier das Zitat und es reicht aus, um den Punkt zu machen, hier bei dem Fettgedruckten, einen Satz davor können wir anfangen. Da steht, nachdem die Römer unter Cestius die Stadt umzingelt hatten, gaben sie die Belagerung unerwartet auf, als
alles für einen sofortigen Angriff günstig schien. Die Belagerten, die an einem erfolgreichen Widerstand verzweifelten, waren kurz davor, sich zu ergeben, als der römische General seine Truppen ohne den geringsten Grund zurückzog. Doch Gottes barmherzige Vorsehung lenkte die Ereignisse zum Wohle seines Volkes. Okay, also da floh dann Cestius hinfort. Und es sagt dann weiter, nächstes Fettgedrucktes. Als Cestius sich zurückzog, stürmten die Juden aus Jerusalem und verfolgten das sich zurückziehende Heer. Und während die beiden Streitkräfte auf diese Weise beschäftigt waren, hatten die Christen die Gelegenheit, die Stadt zu verlassen. Und auch der nächste Absatz. Da steht, die jüdischen Truppen, die Cestius und seine Armee verfolgten, fielen mit solcher Heftigkeit über sie her, dass ihnen die totale Vernichtung drohte. Nur mit großer Mühe gelang es den Römern, sich zurückzuziehen. Die Juden entkamen fast ohne Verluste und kehrten mit ihrer Beute in Triumph nach Jerusalem zurück. Okay, also hier sehen wir dann, ja, Cestius flieht wieder weg, nachdem er hier aufkam in der Belagerung, der ersten Belagerung. Das ist dann dargestellt durch Cestius. Und dann flieht Cestius davon. Und das haben wir letztes Mal schon hier auch markiert. Cestius. Flieht weg. Und das. Das Englische im Kopf hier. Sind wir jetzt in der deutschen Klasse. Das ist dann markiert hier die Friedenszeit. Denn wenn der König des Nordens aufkommt, haben wir studiert, markiert es den Beginn der Zeit der Trübsal oder des Krieges. Und wenn er dann wieder wegzieht, ist das folglich natürlich eine Zeit des Friedens. Wir haben uns auch letztes Mal dieses Zitat hier angeschaut von Ellen White, da möchte ich nochmal darauf verweisen, das können wir nochmal lesen. Hier aus dem 5. Band der Zeugnisse, das ist in der Studiengruppe. Denn dort vergleicht sie Cestius, das Heraufkommen von Cestius, mit dem Sonntagsgesetz, wenn es dann erlassen wird. Und das ist ja dann auch hier eine Darstellung, Sonntagsgesetz, Cestius kommt auf. Eine Zeit der Trübsal. Lass uns das lesen. Hier 5. Band der Zeugnisse, 450.2. Da steht, um sich Beliebtheit und Gunst zu sichern, werden die Gesetzgeber der Forderung nach einem Sonntagsgesetz nachgeben. Also hier spricht sie also über das Sonntagsgesetz. Sie werden es letztendlich dann einführen in Amerika, zuerst natürlich, und danach aber auch in der gesamten Welt. Nächster Absatz. Da steht dann, durch das Dekret, also durch dieses Sonntagsgesetz, das die Einsetzung des Papsttums in Verletzung des Gesetzes Gottes durchsetzt, wird sich unsere Nation vollständig von der Gerechtigkeit abkoppeln. Okay. Also hier sehen wir dann, da wird sich Amerika von der Gerechtigkeit scheiden, durch dieses Sonntagsgesetz. Und dann sagt es weiter, wenn der Protestantismus seine Hand über die Kluft streckt, um die Hand der römischen Macht zu ergreifen, wenn er über den Abgrund greift, um dem Spiritismus die Hand zu reichen, wenn unser Land unter dem Einfluss dieser dreifachen Vereinigung jeden Grundsatz seiner Verfassung als protestantische und republikanische Regierung ablehnt. Also sie nennt das jetzt hier diese dreifache Vereinigung. Also wenn, sie sagt hier, Protestantismus, die römische Macht, also das Papsttum und der Spiritismus, das ist ja dann dargestellt durch die Könige der Erde, zusammenkommen, dann ist das diese dreifältige oder dreifache Vereinigung und die kommt hier zusammen am Sonntagsgesetz. Und wenn sie zusammenkommt, sagt sie hier, dass dann sie halt die protestantischen, republikanischen Regierungsformen ablehnen werden und Vorkehrungen für die Verbreitung päpstlicher Irrtümer und Wahnvorstellungen trifft, dann können wir wissen, dass die Zeit für das wunderbare Wirken Satans gekommen ist und dass das Ende nahe ist. Und nächster Absatz. So wie das Herannahen der römischen Armeen für die Jünger ein Zeichen für die bevorstehende Zerstörung Jerusalems war, so mag dieser Abfall, also das Sonntagsgesetz, für uns ein Zeichen sein, dass die Grenze der Nachsicht Gottes erreicht ist,
dass das Maß der Schuld unseres Volkes voll ist und dass der Engel der Barmherzigkeit im Begriff ist, auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Also sie vergleicht also jetzt hier diesen Abfall, also das Sonntagsgesetz, mit dem Herannahen der römischen Armeen, was das Zeichen für die Jünger war, zu fliehen. Und das war natürlich Cestius. Ja, er war dieses herannahende Zeichen. Und so können wir sehen, also das Sonntagsgesetz markiert dann hier Cestius, wie er aufkommt und Jerusalem oder jetzt in dem Fall hier Kiew belagert. Okay, also diese ganze Geschichte jetzt mit Russland und Ukraine ist letztendlich also ein Typos für das Sonntagsgesetz. Ja, das ist, was wir immer verstehen müssen. Die ganzen Geschichten der Bibel, die sprechen letztendlich über das Sonntagsgesetz. Das ist ja der letzte entscheidende Konflikt hier auf Erden, der das Schicksal jedes Menschen entscheiden wird. Und deswegen, die gesamte Bibel spricht also von diesem Endzeitkonflikt des Sonntagsgesetzes. Und so auch jetzt hier, Gog und Magog, Russland, Ukraine, das ist einfach nur ein Typos für die vollständige oder wahre Erfüllung von Gog und Magog hier im Sonntagsgesetz. Und das habe ich ja, wie gesagt, dann auch schon in unseren vergangenen Studien klar gezeigt. Okay, gut. Aber den Punkt, den ich machen möchte, ist, wir können also sehen, Cestius kommt, Cestius flieht weg. Aber nachdem Cestius ja weggeflohen ist, wer kam dann wieder? Ja, wieder ein römischer Feldherr, nämlich unter dem Namen Titus. Und wenn wir da zurückgehen zu den Notizen, unter Titus, die Überschrift Titus, da sagt Elmweit Folgendes. Schrecklich war das Unheil, das über Jerusalem hereinbrach, als die Belagerung durch Titus wieder aufgenommen wurde. Die Stadt wurde zur Zeit des Passafestes eingenommen, oder, das ist falsch übersetzt, also invested, sagt sie hier im Englischen, also umlagert, als Millionen von Juden in ihren Mauern versammelt waren. Also er kam zu Passa auf, um die Stadt zu umlagern. Ihre Vorräte, die, wenn sie so sorgfältig aufbewahrt worden wären, die Einwohner jahrelang versorgt hätten, waren zuvor durch die Eifersucht und Rache der streitenden Fraktionen zerstört worden, und nun erlebten sie alle Schrecken des Hungers. Ja, das war ja dann der Grund, warum sie dann angefangen haben, ihre Kinder zu essen. Ja, wie die Bibel es vorhergesagt hat, dass sie das tun würden. Okay, also wenn Cestius wegflieht, dann kommt Titus wieder. Und diesmal, aber ich schreibe das vielleicht hier ein bisschen tiefer, damit ich das dann hier parallel setzen kann. Ja, das markiert dann hier die erneute Belagerung Jerusalems oder in dem Fall natürlich jetzt Kiews. Kiews, Belagerung von Kiew. Okay, und der Unterschied war nur, Titus, er hat dann wirklich Jerusalem zerstört. Da fliegt gerade die Mücke von meinen Augen hin und her. Okay, so. Und das war dann letztendlich das Resultat von der Belagerung. Deswegen, wir können sehen, ja, dass die Prophetie uns zeigt, ja, dass Gog und Magog wirklich dann Kiew umlagern wird, aber auch in einer Art und Weise es zerstören wird. Ja. Und wenn wir jetzt mal uns der Bibel zuwenden, und zwar zu Jeremia Kapitel 37, denn wir müssen ja letztendlich diese ganzen Geschichten Linie auf Linie zusammennehmen. Also wir haben einmal eine Darstellung hier mit Cestius und Titus, aber ich möchte euch jetzt noch eine weitere Darstellung geben, und zwar vom Buch Jeremia, wo eine ähnliche Begebenheit dargestellt ist. Und zwar in Jeremia 37. Und wir können einfach ab Vers 1 lesen, dann haben wir so ein bisschen den Kontext. Da steht, und Zedekia, der Sohn Josias, regierte als König anstelle Johanias, des Sohnes Joachims,
Denn Nebukadnezar, der König von Babel, hatte ihn zum König über das Land Juda gemacht. Also hier spricht es also vom König Zedekia, und Zedekia war der letzte König Jerusalems oder Judas. Und er war in der Zeit von Nebukadnezar, dem König von Babel. Und wir wissen, basierend auf der biblischen Geschichte, dass es zwei Begebenheiten gab, wo Jerusalem zerstört worden ist. Nämlich einmal hier durch Nebukadnezar, den König von Babylon, und einmal durch Rom, durch Titus. Okay? Und diese beiden Darstellungen müssen wir natürlich für das Ende der Welt nehmen und übereinander lagern, denn beides Mal war es der König des Nordens. Also Babylon war ja der König des Nordens, Rom ist der König des Nordens. Also beide Darstellungen waren der König des Nordens, der Jerusalem zerstört hat. Und das schattet dann in dem Fall jetzt hier, wie gesagt, Russland dann voraus, die dieses Werk dann tun werden. Okay, und dann lass uns weiterlesen. Also ab Vers 2. Aber weder er noch seine Knechte noch das Volk des Landes hörten auf die Worte des Herrn, die er durch den Propheten Jeremia geredet hatte. Und der König Zedekia sandte Jehuchal, den Sohn Schelemias, und den Priester Safania, den Sohn Maseas, zu dem Propheten Jeremia und ließ ihm sagen: Bete doch für uns zu dem Herrn, unserem Gott. Damals ging Jeremia noch ein und aus unter dem Volk, denn sie hatten ihn noch nicht ins Gefängnis gesetzt. Also, hier können wir dann sehen, jetzt habe ich sie gefangen. Also hier können wir jetzt sehen, dass Jeremia also noch nicht ins Gefängnis geworfen ist, und sie befragen ihn jetzt, ja, was soll mit Jerusalem werden? Und es sagt dann weiter hier in Vers 5. Und das Heer des Pharao war aus Ägypten aufgebrochen, als die Chaldäer erfuhren, die Jerusalem belagerten, zogen sie von Jerusalem ab. Also als sie das erfuhren, ja, dass jetzt der König des Südens kam, nämlich die Ägypter, sind sie von Jerusalem abgezogen. Und das ist letztendlich eine parallele Darstellung, wie es hier mit Cestius und Titus zu sehen ist. Ja, Cestius hat erstmal Jerusalem umlagert und ist dann aber abgezogen. Und nachher kam Titus wieder. Und das werden wir jetzt genauso in dieser Geschichte sehen, dasselbe Prinzip. Ja, dass die Chaldäer, der König des Nordens, erstmal jetzt hier Jerusalem umlagert haben. Und dann sind sie aber abgezogen, wie wir hier gelesen haben, weil die Ägypter kamen. Oder die Ägypter sind der König des Südens in diesem Fall. Und was ist dann aber passiert? Ja, dann kamen sie nämlich jetzt hier zu Jeremia, also die Juden kamen hier zu Jeremia und wollten wissen, was Sache ist. Und Jeremia hat Folgendes gesagt. Vers 6. Da ging das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia folgendermaßen. So spricht der Herr, der Gott Israels. So sollt ihr dem König von Juda antworten, der euch zu mir gesandt hat, um mich zu befragen. Siehe, das Heer des Pharao, das heraufgezogen ist, um euch zu helfen, wird wieder in sein Land nach Ägypten zurückkehren. Die Chaldäer aber werden wiederkommen und gegen diese Stadt kämpfen und sie einnehmen und mit Feuer verbrennen. Also hier sagt es, genauso wie in der Darstellung, die Chaldäer werden wiederkommen. Und wenn sie wiederkommen, dann werden sie die Stadt mit Feuer verbrennen, genauso wie Titus es getan hat. Also haben wir jetzt hier eine weitere Darstellung von demselben Sachverhalt, wie der König des Nordens hier kommt. Also ich schreibe hier einfach jetzt Nebukadnezar hin, in dem Fall. Er kommt und belagert hier Jerusalem. Dann flieht er davon. Also Cestius, Nebukadnezar, sie fliehen hier davon. Und dann kommt aber Nebukadnezar wieder. Okay, und wird die Stadt mit Feuer verbrennen. Okay, ja, deswegen, Jeremia steht also jetzt hier und gibt die Vorhersage, er wird wiederkommen. Und genau hier, nämlich wo sie weggeflohen sind. Und sie sind weggeflohen wegen den Ägyptern, die kamen. Und die Ägypter sind der König des Südens. Also haben wir hier den König des Südens,
der dann aufkommt. Okay. Oder kommt auf, besser gesagt. Okay. Das ist näher zu schreiben. Okay. Und wenn wir uns aber an die ganze Darstellung erinnern, ja, die Allegorie, die ganze anschauen. Und zwar haben wir gesehen, dass Russland in dieser Allegorie die Welt repräsentiert, richtig? Also Gog und Magog. Weil Magog stellt die ganze böse Welt dar, stimmt's? Und Russland wäre jetzt eine Darstellung von der Welt. Das hier ist Russland. So. Und Gog ist der König der Welt. Ja, im Endeffekt, ja, nach den 1000 Jahren wissen wir, Gog ist Satan persönlich. Ja. Und Magog sind ja dann all die Gottlosen, die unter ihm sich vereinigen werden. Ja, und das ist jetzt typifiziert durch Russland und Putin. Ja, Putin ist Gog. Okay, also das Gog und Magog hier. Gog wäre der König der Welt, der sozusagen auf Magog sitzt. Und wir haben auch studiert, ja, Gog ist zusammen mit dieser Frau. Ja, und das ist Kirill. Ja, Kirill kontrolliert den Verstand von Putin, von Gog. Nun, wenn wir uns die Welt aber anschauen, ja, wir wissen, dass die Welt aus diesen zwei Mächten besteht. Ja, schauen wir uns einfach mal das nochmal an, in Daniel Kapitel 11 zum Beispiel. Daniel 11. Und dann möchte ich einfach nur einen Vers hier exemplarisch lesen. Lasst uns einfach hier Vers 27 zum Beispiel lesen. Da steht, die beiden Könige aber haben Böses im Sinn. Sie sitzen am gleichen Tisch und reden Lügen. Aber es wird nicht gelingen, denn das Ende kommt zur bestimmten Zeit. Also jetzt müssen wir gar nicht großartig jetzt auf diesen Vers eingehen, was das jetzt für unsere Zeit bedeutet. Aber ich möchte einfach nur den Punkt machen. Hier steht die beiden Könige. Ja. Und was sind die beiden Könige, die in Daniel 11 beschrieben werden? Das ist einmal der König des Südens, einmal der König des Nordens, richtig? Das ist ja letztendlich, was in Daniel 11 zu finden ist, dieser Kampf zwischen Nord und Süd die ganze Zeit, zwischen diesen beiden Königen. Okay, und hier sind sie sozusagen, scheinbar kommen sie zusammen, machen eine Übereinkunft. Und das war damals historisch gesehen, war das der Vers, hat sich erfüllt unter Octavius und Mark Antony, also im Deutschen ist er, glaube ich, Marcus Antonius oder so. Ja. Okay, und ja, der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass letztendlich die Welt ja in diese zwei Lager aufgeteilt ist. Ja, das kann man ja auch sehen, ja, wenn wir uns nochmal zur Geschichte des Roten Meeres begeben. Gehen wir zu 2. Mose Kapitel 14. 2. Mose 14. Und da kam ja dann der Ostwind auf, um das Rote Meer zu teilen. Und lasst uns da einfach Vers 21 lesen. Da steht, als Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind hinweg. Und er machte das Meer zu trockenem Land und die Wasser teilten sich. Und die Kinder Israels gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Also der Ostwind teilte ja das Meer und ein Ostwind kommt ja von Ost nach West, richtig? Deswegen, wenn er also das Meer teilt, dann teilt er es in Süd und Nord. Okay, deswegen, das ist eine Darstellung, das Meer ist ja eine Darstellung für die Nation, Völkerscharen und Nationen und so weiter. Deswegen
können wir sehen, ja, dass letztendlich die Welt in diese zwei Lager geteilt ist. Ja, der König des Südens, der König des Nordens. Wenn Russland also jetzt die gesamte Welt darstellt und Gog ist der König des Nordens, wo die Frau auf seinem Kopf sitzt und ihn kontrolliert, in Verbindung von Kirche und Staat, ja, wo muss dann der König des Südens herkommen? Er muss ja auch dann aus der Welt kommen. Ja? Deswegen, die Welt ist ja wie gesagt in Nord und Süd aufgeteilt. Ja? Deswegen, ja, was müssen wir erwarten? Dass wenn der König des Südens hier kommt, dargestellt in der Geschichte von Jeremia, und der König des Nordens deswegen wegflieht, dann müssen wir erwarten in dieser Darstellung, dass Gog deswegen wegfliehen wird, weil es eine Rebellion in seinem eigenen Land geben wird, ja, in Russland. Ja. Okay, im Sonntagsgesetz ist das ja natürlich eine Darstellung dann für die gesamte Welt. Ja. Da wird dann der Nordkönig hier wegfliehen, weil es eine Rebellion unter den Nationen geben wird. Ja, aber es ist ja jetzt hier eine Allegorie, muss also der Süden aus Russland kommen, weil Russland ja die gesamte Welt repräsentiert. Okay, so. Deswegen ist es ein interner Kampf, der dann stattfinden wird zwischen Nord und Süd. Es ist nicht vor allzu langer Zeit her, dass Prigozhin schon diesen Aufstand geprobt hat. Ja, jetzt mittlerweile ist er tot. Ja, aber da konnte man sehen, wie schnell es geht. Ja, von einem auf den anderen Tag, auf einmal waren da Panzer Richtung Moskau unterwegs. Und ja, es wurde dann noch von Gott zurückgehalten. Aber es wird kommen. Ja, wir können also sehen, dass der König des Südens also aufkommen wird. Es wird also eine Unruhe innerhalb von Russland geben, die dann dazu führt, dass Putin abziehen muss. Ja. Und das dann die Darstellung davon, dass Cestius oder Nebukadnezar hier wegflieht. Und es scheint dann erstmal nicht wahrscheinlich, dass sie wiederkommen werden und schon gar nicht gegen Kiew. Okay. Aber genau das ist der Punkt, den wir dann verstehen müssen. Das muss für uns ein klares, ja, Zeichen sein, in dem Sinne, dass wir verstehen, was da passiert. Dass wir wissen können, so wie Jeremia gesagt hat, sie werden wiederkommen. Okay, wir haben zwei Zeugen, zwei klare Zeugen. Einmal hier mit Jeremia 37 und auch mit Cestius und Titus, der Darstellung, dass sie wiederkommen werden. Okay, gehen wir jetzt nochmal zurück zu Jeremia 37 und nochmal zu lesen, was Jeremia da sagt. Jeremia 37 und lass uns einfach noch ab Vers 6 lesen. Das sind jetzt hier ist der König des Nordens weggezogen und dann sagt hier, erging das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia folgendermaßen. So spricht der Herr, der Gott Israels. So sollt ihr dem König von Juda antworten, der euch zu mir gesandt hat, um mich zu befragen. Siehe, das Heer des Pharao, das heraufgezogen ist, das ist jetzt der König des Südens, um euch zu helfen, wird wieder in sein Land nach Ägypten zurückkehren. Also Putin wird letztendlich diesen Aufstand dann niederschlagen, okay, innerhalb seiner eigenen Reihen. Die Chaldäer aber werden wiederkommen und gegen diese Stadt kämpfen. Sie werden sie einnehmen und mit Feuer verbrennen. Das ist, wenn sie dann wiederkommen hier. So spricht der Herr, habt Acht, dass ihr euch nicht selbst betrügt, indem ihr denkt, die Chaldäer ziehen jetzt gewiss von uns ab. Nein, sie werden nicht abziehen. Denn wenn ihr auch das ganze Heer der Chaldäer, die euch belagern, schlagen würdet, und es würden von ihnen nur etliche Verwundete übrig bleiben, so würden sie dennoch aufstehen, jeder in seinem Zelt, und diese Stadt mit Feuer verbrennen. Okay? Also hier können wir sehen, sie werden gewisslich kommen. Und deswegen sagt hier Jeremia, ja, täuschet euch nicht, ja, sie werden kommen. Und selbst wenn hier nur Verwundete übrig bleiben, und wir haben ja gesehen, als Cestius zurückgezogen ist, sind die Juden hinterher, also das wären jetzt hier die Ukrainer in dem Fall, hinterher und haben dann den Römern einen ordentlichen Schlag verliehen, sodass viele da gefallen sind und sie sich nur mit Schwierigkeit zurückziehen konnten. Deswegen können wir dann erwarten, ja, dass wenn
diese interne Rebellion aufkommt innerhalb von Russland, wird Putin sich zurückziehen müssen, um dann gegen ja, diese Aufstände vorzugehen mit seiner Armee. Und zur selben Zeit werden dann die Ukrainer aber den Russen hinterher eilen und ihnen einen großen Schlag versetzen. Sodass es dann erstmal unlogisch erscheint, dass sie überhaupt wiederkommen werden. Okay? Und aber die Bibel sagt ganz klar, sie werden kommen. Ja? Und wenn wir jetzt zu Hesekiel gehen, Hesekiel 38, das spricht ja dann über Gog und Magog. Und ab Vers 1 lesen. Da steht, und das Wort des Herrn ging an mich folgendermaßen. Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magog, den Fürsten von Rosch, Mischisch und Tubal, und weissage gegen ihn, und sprich, so spricht Gott der Herr, siehe, ich komme über dich, Gog, du Fürst von Rosch, Mischisch und Tubal, und ich will dich herumlenken und will dir Haken in deine Kinnbacken legen, ich will dich und deine ganze Kriegsmacht herausführen, Rosse und Reiter, alle prächtig gekleidet, eine große Menge, die alle Ganzschilde, Kleinschilde und Schwerter tragen. Okay, also hier sehen wir, Gott sagt dem Hesekiel hier, weissage gegen Gog und sage, du wirst kommen gegen das Land. Ja, aber es sagt hier, ich will dich herumlenken, okay, und werde dich dann herausführen gegen mein Land, ja, gegen Israel. Und das ist ja klar, weil wenn Cestes hier wegflieht, dann muss Gott ihn wieder sozusagen herumlenken, dass er wieder gegen sie kommt. Okay? Und das ist genau das, was Hesekiel hier sagen muss. Genauso wie Jeremia es sagt. Ja? Er wird wiederkommen. Auch Hesekiel sagt also, ich werde dich herumlenken und du wirst wieder mit einer Riesenkriegsmacht gegen Jerusalem kommen. Und lass uns weiterlesen, ja? Hier in Vers 5. Perser, Kuschiten, Put mit ihnen, alle mit kleinen Schilden und Helmen, Gomer samt allen seinen Truppen, das Haus Torgamar vom äußersten Norden, auch mit allen seinen Truppen viele Völker mit dir. Okay, und das ist auch ganz interessant. Ja? Also wir geben nicht vor, das schon perfekt zu verstehen, aber wir haben zumindest eine Vermutung, ja, was das dann hier bedeutet, weil es werden ja jetzt hier noch 5 weitere Nationen erwähnt, die mit Gog kommen werden, nämlich Perser, Kuschiten, Put, Gomer und Torgamar. Ja, das wären also 5 plus Gog, also Russland dann, also werden insgesamt 6 Nationen, die gegen dann hier Kiew wieder kommen würden. Und das ist diese Riesenarmee, die kommt. Und das ist nicht, sag ich mal, uninteressant, ja, zu wissen, dass es gibt ja auch so eine Art russische Version der NATO. Ja, das ist dann, ja, es ist im Deutschen, also ich weiß nur, im Englischen gibt es diese Kürzel dafür, CSTO, also CSTO, ich weiß jetzt nicht genau den deutschen Begriff gerade dafür, aber das ist auf jeden Fall dann ein Zusammenschluss von 6 Nationen, angeführt von Russland, halt als eine Art Verteidigungsallianz, so wie die NATO zum Beispiel ein Verteidigungsbündnis ist. Und das Interessante ist, dass es also 6 Nationen sind. Also Russland plus 5 andere. Ja, unter anderem ist Weißrussland da drin, Armenien ist da drin, Kasachstan ist da drin und noch ja, ein paar andere da. Ja. Fällt mir gerade nicht ein, wer da noch alles drin ist, aber diese ehemaligen Sowjetstaaten sind da drinnen. Okay, deswegen das, was wir vermuten zumindest, wir können es noch nicht zweifelsfrei beweisen, dass diese 5 Nationen wirklich dann diese 5 Länder sind von dieser CSTO. Ja, aber es liegt auf der Hand. Denn wenn hier tatsächlich dann dieser Aufstand in Russland stattfinden wird, ja, das wäre an sich ein Bündnisfall. Ja, da könnte Putin dann dieses CSTO anrufen, dass sie kommen mit ihren Armeen, um dort zu helfen. Und wenn das dann so kommen würde, ja, dann hätten sie ganz schnell eine Riesenarmee zusammen. Ja, und das sagt er hier. Ja,
Gog wird nicht alleine kommen, sondern er wird mit diesen anderen Völkern kommen. Und es wird diese riesen Kriegsmacht sein, die dann gegen Jerusalem kommen wird. Denn es sagt hier weiter, Vers 7, so mache dich nun bereit und rüste dich mit all deiner Menge, die sich bei dir versammelt hat, und sei du ihr Aufseher. Also Gog ist dann derjenige, der über diese riesen Kriegsmenge dann die Aufsicht hat, also er ist der Befehlshaber oder ja, die größte Macht, und das ist ja ganz klar Russland dann auch in diesem Militärbündnis. Die anderen sind sozusagen relativ kleine Staaten und sind natürlich alle von Russland kontrolliert. Okay, ja, deswegen können wir dann sehen, ja, dass auf jeden Fall ja, sie hier erstmal wegflüchten werden für einen Moment. Es wird eine kleine Friedenszeit geben in diesem Krieg und dann werden sie aber mit dieser Riesenarmee kommen. Ja, deswegen Putin muss sich erst dann hier um diese internen Angelegenheiten kümmern. Und wenn das niedergeschlagen ist, dann wird er wiederkommen mit dieser Riesenarmee. Okay? So. Und wenn er dann wiederkommt, dann kommt er als Titus wieder, als Zerstörer. Ja, dann wird er nämlich nicht wegziehen, sondern dann wird er das Werk tun. Ja, das Werk der Zerstörung. Okay. Und wenn wir dann jetzt mal zu Sacharja Kapitel 14 gehen und lesen Sacharja 14, spricht das dann auch von dieser Belagerung Jerusalems. Ab Vers 1. Da steht, siehe, es kommt ein Tag für den Herrn. Da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen, der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Also hier sehen wir jetzt erstmal die Eroberung Jerusalems durch die Heidenvölker hier, die gegen Jerusalem zum Krieg gezogen sind, dargestellt. Und das ist ja der König des Nordens, das ist immer die Macht, die Jerusalem erobert. Das ist ja dargestellt dann durch die Geschichte hier. König des Nordens, jeweils Rom oder Babylon. Also Russland kommt folglich dann als König des Nordens und wird Jerusalem dann erobern. Aber was passiert dann? Vers 3. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Also jetzt wird Gott, nachdem sie dieses Werk verbracht haben, nämlich Kiew erobert haben, wird der Herr gegen sie kämpfen. Und dann Vers 4, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der für Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten, nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Okay, und das haben wir auch ja immer wieder in den Klassen studiert. Ja, also Christus steht dann hier mit den Füßen auf dem Ölberg. Und wir können nochmal uns da an Matthäus 23 erinnern. Matthäus 23. Gehen wir dorthin. Denn da ist das genauso dargestellt, wie wir hier in Sacharja 14 lesen können. Ab Vers 37, also Matthäus 23, ab Vers 37 bis 39, steht folgendes: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Und das ist leider in der deutschen Bibel schlecht übersetzt. Ja? Weil der King James sagt ganz klar, er sagt in Vers 38, siehe, euer Haus ist euch wüst hinterlassen. Ja, als er nämlich rausgegangen ist, hat er gesagt, euer Haus ist euch jetzt wüst hinterlassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei, welcher da kommt im Namen des Herrn. Und der Grund dafür, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, dass es bedeutet, dass er sagt, euer Haus ist euch jetzt wüst hinterlassen, ist, dass es eine Darstellung der Zerstörung Jerusalems ist. Ja. Denn es ist ja auch ganz einfach, aufgrund des Kontextes zu beweisen, ja, denn Christus ist diese Schekina der Herrlichkeit und wenn er den Tempel verlässt, ja, dann ist es die geschlossene Tür. Ja. Und
ja, wir verstehen, basierend auf unseren ganzen Studien, die wir in den Klassen gemacht haben, die Zerstörung Jerusalems ist ja hier. Und das wäre dann eine Darstellung für die Zerstörung Kiews. Okay. Das ist, wenn er den Tempel verlässt. Aber dann, wohin geht er? Was haben wir in Sacharja 14 gesehen? Ja, dann geht er zum Ölberg. Und lass uns schauen, hier in Matthäus 24, das ist direkt danach, als er den Tempel verlässt, auf Vers 1, da steht: Und Jesus trat hinaus, also aus dem Tempel, und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Also hier sehen wir jetzt, er geht auch zum Ölberg. Und wir haben gesehen, dass wenn in Sacharja 14 Jerusalem zerstört wurde oder erobert wurde, dann hat der Herr gegen die Heidenvölker gekämpft, die Jerusalem erobert haben und hat sie dann bestraft. Ja, das ist dann die Bestrafung Babylons. Und das wäre dann letztendlich die Bestrafung von Titus oder Nebukadnezar, was letztendlich dann die Bestrafung von Gog darstellt oder Putin. Ja, Putin und Russland letztendlich, weil es ja Gog und Magog ist, die bestraft werden. Okay. Und das haben wir ja dann auch schon studiert, ja, was das bedeutet, ja, dass Russland dann bestraft wird. Und hier am Ende wird dann genau das wieder aufkommen, was hier schon war, nämlich dieser Bürgerkrieg. Und diesmal kann er nicht niedergeschlagen werden, kann er nicht gestoppt werden, sondern da wird Russland dann völlig verwüstet werden und mit Feuer verbrannt werden durch diese Aufstände, die es dort geben wird. Und Und da werden wir auch noch einiges zu verstehen in Zukunft, bin ich mir sicher, dass wir dieses Gericht, was dann noch kommen wird über Russland und Putin, das wird Gott, denke ich, noch einiges uns offenbaren, dass wir es noch völliger verstehen. Aber wir wissen auch, ja, wie gesagt, also dieser Aufstand hier haben wir studiert, ja, die Rolle vom radikalen Islam haben wir studiert und dass auch NATO vielleicht auch noch eine Rolle spielen wird. Ja, und das sind noch Sachen, die noch nicht hundertprozentig klar sind, aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass hier es wieder diesen Aufstand gibt und dieser Bürgerkrieg in Russland und dass das auf jeden Fall Putin stürzen wird. Okay, ja, was wir aber auf jeden Fall sehen können ist, ja, dass wir momentan noch hier drin sind, ja, in dieser Zeit, bevor Russland hier wirklich wegfliegt. Also dieser Aufstand ist noch nicht gekommen, also auch als es damit Prigozhin schon sehr danach aussah, dass es jetzt kommen würde. Wir hatten das ja dann schon kurz bevor Prigozhin das angefangen hat, hatten wir das schon verstanden, dass eine Rebellion kommen muss, ja, in Russland. Und als das dann auf einmal kam, ein paar Wochen später, nachdem wir das verstanden haben, dann dachten wir, boah, jetzt ist es da. Okay. Aber es wurde dann doch noch gestoppt und es hat das noch nicht wirklich erfüllt, dass Celsius hier weggeflohen ist. Ja. Und deswegen müssen wir warten, dass das noch kommen wird, sodass dann Putin hier wegfliehen muss. Und sehr wahrscheinlich ist, dass dann diese fünf Mächte, die ihm dann sich ihm anschließen werden, dann diese Darstellung dieser CSDO, die er dann anrufen wird, um diesen Aufstand niederzuschlagen. Und er wird auf jeden Fall dann mit dieser Riesenarmee wiederkommen. Lesen wir einfach nochmal. Ja, gehen wir nochmal zu Hesekiel 38, wie Gott das beschreibt. Und das ist ja dann auch folglich unser Zeichen, richtig? Das verstehen wir, dass wir dann diese Belagerung Jerusalems sehen müssen. Da können wir gleich auch nochmal lesen.
Aber lass uns hier erstmal nochmal Hesekiel 38 lesen. Vers 14 bis Vers 16. Steht: Darum weissage Menschensohn und sprich zu Gog. So spricht Gott der Herr. Wirst du es zu jener Zeit nicht erkennen, dass mein Volk Israel in Sicherheit wohnt? Ja, du wirst von deinem Ort herkommen, aus dem äußersten Norden. Und das ist auch interessant. Damals, als sie Kiew das erste Mal belagert haben, sind sie tatsächlich auch buchstäblich vom Norden gekommen. Und aber hier ist es in erster Linie dann natürlich eine Darstellung, dass er der König des Nordens ist. Aber Gott benutzt auch das Buchstäbliche, um diese geistliche Wahrheit dann zu illustrieren. Okay, also sagt ihr dann, ja, du wirst von deinem Ort herkommen, aus dem äußersten Norden. Aber das spricht er jetzt dann hier. Und wenn Gog wiederkommt mit dieser Riesenarmee, ja, wenn Hesekiel sagt, du wirst kommen und ich werde dich wieder herumlenken, ja, weil Sestius weggeflohen ist und Gott lenkt ihn jetzt wieder um und bringt ihn wieder gegen Israel und Jerusalem her. Er sagt es, du und viele Völker mit dir, die alle auf Pferden reiten, eine große Menge und ein mächtiges Heer. Und du wirst gegen mein Land Israel heraufziehen, wie eine finstere Wolke, die das Land bedecken will. Zur letzten Zeit wird es geschehen, dass ich dich gegen mein Land heraufkommen lasse, damit mich die Heidenvölker erkennen sollen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen heilig erweisen werde. Ja, also Gott sagt schon, ja, er wird dann, sobald Gog das Werk hier verbracht hat, wird er ihn bestrafen. Ja. Und damit wird sich Gott der Welt offenbaren durch dieses Gericht. Deswegen, das wird etwas sein, ja, das wird absolut schockierend sein, was da kommen wird. 9-11, wissen wir, war auch ein Gericht Gottes, war nur ein kleiner Tropfen für das, was noch kommen wird hier über Russland und Putin. Und all das, was da ja über Russland und Putin kommt, ist auch nur dann ein kleiner Tropfen im Vergleich zu dem, was am Ende des Sonntagsgesetzes kommt an Gerichten. Und das wiederum, was am Ende der Sonntagsgesetze kommt an Gerichten, ist auch wieder nur ein kleiner Tropfen für das, was passieren wird, wenn Christus buchstäblich kommt. Und das wiederum ist dann auch wieder nur ein relativ kleiner Tropfen im Vergleich zu dem Endgericht, dem finalen Endgericht am Ende der 1000 Jahre, wenn Feuer vom Himmel fallen wird und alle Gottlosen dann verzehren wird. Ja, deswegen, das sind Sachen, wo Gott sich in seiner Macht und seiner Gerechtigkeit manifestieren wird, die werden uns ja, erzittern lassen. Ja, wir werden sehen, was es bedeutet, dass wir einen heiligen Gott haben und er sehr barmherzig und langmütig mit uns ist, aber letztendlich es auch einen Tag des Gerichts geben wird, wo jeder sich verantworten muss. Und wir müssen mit unseren Gottlosigkeiten brechen. Okay, gehen wir noch da zu Lukas 21, nochmal dieses Zeichen uns in Erinnerung zu rufen. Lukas 21, Vers 20. Steht, wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nah ist. Ja, deswegen, das wird dann dieses Zeichen hier sein, ja, dass wenn Titus wiederkommt und Jerusalem mit Kriegsheeren umlagert, dann ist die Zerstörung nah. Okay. Und, aber dann wissen wir auch, dass die Bestrafung Gogs nah ist. Ja, er wird nur kurz später dann bestraft werden. Er wird erst wieder als Sieger aussehen. Er wird erstmal aussehen, als ob Putin dann doch letztendlich seinen Willen durchgebracht hat und alles geschafft hat. Aber dann wird Gott die Dinge in die Hand nehmen und diese Umstände dann herbeiführen und er wird diese Aufstände dann herbeiführen in Russland und diese anderen Bestrafungen, die ich vorhin erwähnt habe. Okay, gut. Jetzt gehen wir noch abschließend zu 2. Könige, Kapitel 19. 2. Könige 19. Und wenn ihr da seid, vielleicht können wir doch nochmal den Finger da halten, nochmal zu Hesekiel 38 zurückgehen, nur damit ihr das frisch in Erinnerung habt. Wir haben das schon eben gelesen, aber vielleicht, dass ihr das nochmal frisch in Erinnerung habt. Also haltet bitte den Finger in 2. Könige 19. Geht nochmal zu Hesekiel 38 zurück.
Dann lesen wir hier nochmal über Gog, wenn er dann hier wieder aufkommen wird, nachdem er hier weggeflohen ist. Nämlich Vers 4. Sagt es: Und ich will dich herumlenken und will dir Haken in deine Kinnbacken legen. Ich will dich und deine ganze Kriegsmacht herausführen, Rosse und Reiter, alle prächtig gekleidet, eine große Menge, die alle Glanzschilde, Kleinschilde und Schwerter tragen. Also hier sehen wir jetzt, er sagt, ich werde dich herumlenken, indem ich dir diese Haken in deine Kinnbacken lege. Jetzt gehen wir mal zu 2. Könige 19. Und das ist ja dann auch diese Darstellung, wo der König von Assyrien Jerusalem umlagert hat. Und der König von Assyrien ist auch der König des Nordens. Also auch wieder eine Geschichte hier für diese Darstellung. Und was passierte denn dort? Ja, gehen wir zu Vers 28. Vers 28, ja. Es steht, so spricht jetzt Gott zu dem König von Assyrien: Weil du denn gegen mich tobst und dein Übermut mir zu Ohren gekommen ist, so will ich dir meinen Ring in die Nase legen und meinen Zaum in deinen Maul. Und ich will dich auf dem Weg zurückführen, auf dem du gekommen bist. Also auch hier haben wir eine ähnliche Darstellung, ja, dass Gott ihn leitet. Ja. Er sagt jetzt, okay, du bist jetzt heraufgekommen gegen Jerusalem, das wäre ja dann hier. Und dann sagt er aber, ich werde dich jetzt wieder wegführen. Ich werde dir einen Ring in die Nase legen und einen Zaum in dein Maul und werde dich dann wieder zurückführen auf den Weg, wo du gekommen bist. Das wäre dann ja hier am Ende. Okay? Also was ich damit zeigen möchte ist, ja, dass Gott letztendlich in voller Kontrolle dieser ganzen Geschehnisse ist. Ja, er führt den König des Nordens, ja, sozusagen an seinem Haken oder an diesem Ring, so wie er möchte. Ja, er bringt ihn hier auf, bewirkt, dass er hier wegflieht, bringt ihn dann hier wieder zurück, lenkt ihn wieder um und hier lenkt er ihn wieder um, dass er wieder wegflieht. Ja. Deswegen, wir haben dann diese Darstellung, wie der Herr letztendlich den König des Nordens für seine Zwecke benutzt, um dann letztendlich das Werk herbeizuführen, was er für richtig erachtet. Okay, und natürlich, ja, in dem Sinne ist das eine übergeordnete Darstellung. Also natürlich, das heißt jetzt nicht, dass deswegen der König des Nordens irgendwie eine gerechte Macht ist in dem Sinn, ja, nur weil Gott ihn benutzt, sondern es ist natürlich satanische Macht. Aber Gott kann das für seinen übergeordneten Zweck oder seine übergeordnete Absicht dann benutzen. Okay, und gehen wir noch zu Jesaja Kapitel 10. Ist da auch nochmal dran zu erinnern. Das haben wir auch schon in den vergangenen Studien oft gelesen, aber die vergangenen Studien sind ja zum Teil 5, 6, 7 Monate her jetzt mittlerweile, wegen der langen Pause dazwischen. Jesaja 10, deswegen ist es gut, das nochmal in Erinnerung zu rufen. Jesaja 10, ab Vers 5, da spricht es ja über den Assyrer. Da sagt es: Wehe Assyrien, der Rute meines Zorns, der in seiner Hand den Stock meines Grimms trägt. Gegen eine gottlose Nation werde ich ihn senden und gegen das Volk, dem ich zürne, will ich ihn aufbieten, damit er Beute macht und Raub holt und es zertritt wie Kot auf der Gasse. Also Gott erlaubt jetzt hier den Assyrer gegen sein Volk zu kommen, weil sein Volk ungehorsam war ihm gegenüber. Und das ist dann diese Darstellung hier. König des Nordens, der Assyrer, kommt jetzt gegen Jerusalem. Aber wie denkt der König des Nordens darüber? Das sagt, aber er meint es nicht so und sein Herz denkt nicht so, sondern er nimmt sich vor, Völker umzubringen und auszurotten, und zwar nicht wenige. Ja, und das ist ja auch, was Putin immer wieder, ja, sozusagen verlautbaren hat lassen, dass er die Identität des ukrainischen Volkes nicht anerkennt. Ja, und möchte letztendlich die ukrainische Identität ausrotten. Vers 8, denn er spricht: Sind nicht alle meine Fürsten Könige? Ist nicht Kalne wie Karkemisch, Hamat wie Arpad, Samarien wie Damaskus?
wie meine Hand sich der Königreiche der Götzen bemächtigt hat, deren Götterbilder doch mächtiger waren als die von Jerusalem und Samaria. Und wie ich es mit Samaria und ihren Götzen gemacht habe, sollte ich es nicht auch mit Jerusalem und ihren Götzenbildern so machen? Und es wird geschehen, wenn einst der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat, so will ich Vergeltung üben an der Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assyrien und an dem Trotz seiner hochfahrenden Augen. Also wir sehen, sobald der König des Nordens seine Aufgabe erfüllt hat, ja, indem er hier eine Bestrafung über Jerusalem gebracht hat, ja, und Gott erlaubt das, weil Jerusalem da viele böse Elemente drin sind, ja, und er bringt die Bestrafung, und aber alle, die sozusagen gerecht sind, werden gerettet werden. Und sobald das abgeschlossen ist, ja, diese Reinigung, dann wird er den König von Assyrien bestrafen, oder König des Nordens, also Gog, Putin. Okay? Und natürlich ist das jetzt alles nur eine Allegorie. Ja, deswegen jetzt hier, das haben wir auch schon studiert, ihr gehabt, ja, in den vergangenen Studien, deswegen diejenigen, die jetzt in Kiew sterben, müssen jetzt nicht unbedingt deswegen als Gottlose oder so gelten. Ja. Aber sie spielen diese Rollen. Ja. Deswegen, das haben wir im US-Bürgerkrieg gesehen. Im US-Bürgerkrieg, da gab es dann zum Beispiel die amerikanischen Soldaten vom Norden. Als die gefallen sind, ja, waren sie wie christliche Märtyrer, obwohl sie natürlich selbst jetzt nicht christlich waren. Okay? Sie haben einfach nur diese Rolle illustriert. Und all das möchte Gott dann auch benutzen, um letztendlich dann das Sonntagsgesetz damit vorauszustatten. Ja, das ist letztendlich immer unser Anhaltspunkt, oder wir müssen immer darauf bedenken, worauf das eigentlich hindeuten soll, ja, auf das Sonntagsgesetz. Und denn da, im Sonntagsgesetz, geht es dann wirklich um uns. Ja. Die Ukrainer spielen jetzt gerade nur die Rolle von uns im Sonntagsgesetz. Ja. Das ist alles nur ein großes Rollenspiel, das haben wir uns ja angeschaut. Ja. Okay, deswegen, und Gott wird ja dem König des Nordens im Sonntagsgesetz dann auch die Erlaubnis geben, gegen Siebenten-Tags-Adventisten zu kommen, um dann eine Reinigung unter den Siebenten-Tags-Adventisten herbeizuführen. Und er wird dann auch im Sonntagsgesetz erlauben, dass Jerusalem zerstört wird. Also all die Siebenten-Tags-Adventisten, die sich sozusagen dann von Gott abwenden und oder ihn falsch darstellen, die werden letztendlich nicht von ihm beschützt werden können. Und deswegen wird Satan dann die Erlaubnis bekommen, ja, weil sie ihn letztendlich gewählt haben, Jerusalem zu zerstören. Genauso wie es damals zur Zeit der Juden war. Ja, die Juden haben Christus verworfen, haben Satan gewählt dadurch. Und Gott konnte sie nicht mehr beschützen und Satan durfte sie durch die Römer zerstören. Ja, und das ist einfach eine klare Darstellung und es sollte uns auch Furcht ins Herz legen, ja, dass wir nicht irgendwie leichtfertig mit Gottes Geboten umgehen und mit den Möglichkeiten und Chancen, die Gott uns gibt, nicht leichtfertig mit umgehen. Denn der Herr ist ein heiliger Gott und er wird auch wieder es erlauben, dass diese Gerichte kommen werden und dass Satan uns wirklich zerstören darf, wenn wir nicht unter Gottes Schutz stehen. Okay, gut. Deswegen, ja, hoffentlich haben wir das jetzt hier gut nachvollziehen können. Wir wissen also, hier 2022 gab es diese Belagerung von Kiew und in dem Sinne, Cestius ist noch nicht wirklich weggezogen, auch wenn jetzt die Belagerung Kiews schon nicht mehr da ist, ja, ist sozusagen in der Darstellung Cestius noch nicht wirklich völlig weggezogen. Das wird erst dann sein, wenn der König des Südens aufkommen wird, also die Aufstände in Russland anfangen werden, dann wird er gezwungen sein, jetzt erstmal abzuziehen aus Ukraine und sich mit diesen inneren Angelegenheiten zu beschäftigen, das niederzuschlagen. Das wird eine kleine Zeit des Friedens sozusagen innerhalb dieses Krieges geben, wo es erstmal dann nicht mehr diese Konflikt in dem Sinne gibt, wie es jetzt ist. Und dann wird aber Putin plötzlich und unerwartet wiederkommen. Ja, es wird aussehen, als ob das unwahrscheinlich wäre, dass er jemals wiederkommen kann, weil er ja hier so wirklich auch von den Ukrainern dann einen richtig auf den Deckel bekommt, wenn er abzieht. Und ja, viele Verwundete dann nur noch da sind, aber es sagt, selbst wenn nur Verwundete übrig bleiben würden, er würde trotzdem kommen und die Stadt mit Feuer verbrennen. Deswegen, er wird wiederkommen,
Und er wird mit einer Riesenarmee kommen, haben wir gelesen. Ja, und vermutlich dann mit dieser CSTO, also mit diesen Bündnispartnern. Und dann gegen Kiew kommen. Diesmal wird er Kiew erobern. Und ja, leider schlimme Sachen werden da passieren. Und am Ende wird er dann aber auch bestraft werden. Und das wird dann etwas sein, was die ganze Welt völlig erschüttern wird. Ja, also das werden Ereignisse werden, die ja, riesige Wellen schlagen werden. Okay, gut. Und dadurch wird aber auch Gott, letztendlich hat er gesagt, seinen Namen kundtun unter den Heidenvölkern, sodass dann viele, viele Menschen dadurch letztendlich zum Glauben finden werden, zu Gott finden werden und gerettet werden können. Okay, gut. Ja, es sind heikle Sachen. Ja, wir leben in einer Welt, die einfach nur schrecklich ist. Ja, es ist einfach Satan, der hier hauptsächlich regiert. Aber wir können die Zuversicht haben, dass Gott dann letztendlich doch in Kontrolle ist und dass seine übergeordnete Absicht letztendlich zustande kommt. Und seine übergeordnete Absicht ist ja letztendlich immer dahingehend, dass er dann möglichst viele Menschen für das ewige Königreich erretten möchte. Und das wird dann, hat er schon gesagt in seinem Wort, durch ja, diese ganze Situation dann letztendlich zustande kommen. Ja, Gott hat kein Wohlgefallen an diesem ganzen Leid, was da passiert. Ja, aber er erlaubt auch den Menschen, die Freiräume, ja, die freien Entscheidungen zu machen. Und der Mensch wählt nun mal Satan in erster Linie und deswegen gibt es dann Kriege und dieses Blutvergießen. Und das ist das Schreckliche an der ganzen Sache, ja. Dass ja, der Mensch dann erstmal oft nur durch diese schrecklichen Situationen dann zur Einsicht kommt und dann letztendlich danach dann erst wieder Frieden möglich ist. Okay, gut. Also ich hoffe, dass ihr folgen konntet. Wenn Fragen übrig sind, dann am besten mir in den Chat schreiben, weil jetzt sind wir schon 10 Minuten über der Zeit. Dann würde ich sagen, lasst uns jetzt erstmal mit einem Gebet abschließen und wie gesagt, schreibt mir dann einfach. Okay, dann lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Dank sagen, dass wir uns dieses Thema jetzt nochmal anschauen konnten. Danke, dass du uns da weiteres Verständnis gegeben hast, was da noch alles kommen wird. Und wir bitten dich, dass du uns da auch weiter noch die Dinge deutlich offenbarst, die noch nicht ganz klar sind, dass wir ja, da wirklich völlige Klarheit bekommen, damit wir dein Wirken erkennen können und wissen können, was kommen wird, bevor es eintritt. Sodass dann auch viele Menschen, wenn es eintritt, dann erkennen mögen, dass du Gott bist, dass du das alles schon im Vorhinein wusstest, was da kommen wird und dass du letztendlich in absoluter Kontrolle bist und dass wir uns dir anvertrauen müssen, damit wir nicht unter ähnliches Unheil kommen, was wir sehen können, was jetzt momentan in dieser Welt herrscht und nur noch schlimmer werden wird in Zukunft. Herr, wir bitten dich deswegen um Gnade, um deinen Beistand und um Überführung in unserem eigenen Leben, dass wir unsere Sünden vor dir bekennen, dass wir abkehren von allen bösen Wegen und uns dir völlig hingeben. Bitte, Herr, mögest du diejenigen der Ukraine beschützen, die ehrlichen Herzens sind, die aufrichtig nach deiner Wahrheit suchen und dass sie auch eines Tages zu dir finden. Und sogar die Menschen in Russland, ist nicht alles schlecht, sondern da gibt es auch aufrichtige Seelen. Mögest du auch an ihnen wirken, dass sie auch erkennen, wie schrecklich dieser Krieg ist und was ihre Regierung alles an Schrecklichkeiten dort verübt. Und dass sie auch das erkennen, dass sie sich davon abwenden und sich dir zuwenden. Ja, dass wir alles, alle eines Tages in deinem Königreich vereint sein können, in deiner Wahrheit, in deiner Liebe. Und dass wir nicht mehr von dieser Welt sind, die voller Krieg und Blutvergießen ist, sondern dass wir von dir abstammen, vom himmlischen Königreich und deine Botschafter werden können, Botschafter des Friedens. Und wir legen es in deine Hände und bitten und danken für all dies in Jesu Christi Namen. Amen.